sind sie ja wieder. Na, ja, so langsam geht es ja los, nicht? Die Anzuchten für den Garten, nicht im Garten, sondern für den Garten, werden so nach und nach gemacht. In meinem heutigen Video geht es darum, Zucchinis. Und zwar von der Aussaat, dann bis zum Pikieren und nachher dann auch bis zur Ernte. Ich habe mir dafür zwei Sorten ausgesucht. Eine, die hatte ich letztes Jahr schon, das ist so eine hellgrüne. Die ist ein bisschen fester im Fleisch und hat auch nicht ganz so viele Kerne. Also die ist wirklich total klasse und die können Sie auch gut dünsten. Die bleibt schön, schön fest, also von daher eine schöne Zucchini. Und dann habe ich eine typische, so eine ganz normale. Ich sage mal, für mich ist das so eine Salat-Zucchini. Da mache ich nämlich meine Salate mit. Ganz normal, grün mit ihren Streifen. Und ja, die nehme ich halt, und dann mal gucken. Im letzten Jahr hatte ich 3 Pflanzen und gefühlte 3 Millionen Kilo Zucchinis. Ich hoffe, das wird in diesem Jahr nicht so schlimm. Ich sehe trotzdem jedes Jahr eigentlich immer die gleiche Anzahl aus, nämlich 5. Es kommen immer 5 Stück von einer Sorte ins Töpfchen, weil ein paar gehen davon an die Nachbarn, 2 davon behalte ich meistens selber. So, anziehen ist eigentlich ganz normal, weiß man ja, wie es geht, ne? Also, bisschen Erde im Topf, die Samen reinstecken, Erde oben drauf, Wasser oben drauf, fertig ist man. Das ist jetzt bei allem, was man aussieht, eigentlich immer irgendwie das Gleiche. Von daher ähneln sich ja alle Videos, aber gehört halt dazu. Und wenn man dann so Videos macht wie ich, wo man sagt, hier, von der Anzucht bis zur Ernte, dann muss man das halt schon mitnehmen. So, hier habe ich auch 5. Bei diesen Zucchinis, da sind diese hellgrünen, ist das Lustige, ich kann das gleich nochmal zeigen, die sind wirklich deutlich kleiner als die anderen. Das hier, holen wir mal raus. Eine hellgrüne. Und die von den dunkelgrünen. Also da merkt man schon den Unterschied. Das sind die dunkelgrünen. Und das hier die hellgrünen. Also, wie gesagt, ein himmelweiter Unterschied zu den normalen Samen. Also, und sie schmecken einfach auch besser. Ich mag die hellgrünen lieber, aber für den Salat, den ich mir dann einkoche, brauche ich halt die dunkleren. So, kriegst du noch ein bisschen Wasser? So, und dann habe ich natürlich immer meine Holzstäbchen hier. Zucchini hellgrün sind die. Und Zucchini normal sind die. So. Jetzt gibt es Plastiktüte drüber, damit es auch schön warm wird. Und für die, die meckern, ja, ich habe in diesem Jahr neue Tüten, sonst nehme ich die Tüten jedes Jahr wieder. Also keine Angst. So. Hütte drüber. Und fertig ist. Dann gucken wir noch mal in ein paar Tagen, ob sie schon aus der Erde gucken. Bis dahin. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass das dieses Jahr kein Zucchini-Jahr wird, ne? Von 8 ausgesäten sind gerade mal 2 gekommen. Von den hellgrünen ist es noch schlimmer. Da habe ich nur eine, die gekommen ist. Also drücken wir mal die Daumen, dass es dann doch noch ein bisschen besser wird. Aber erstmal pflanzen wir die um. Die haben auch schon schöne Wurzeln gekriegt, bis hier unten runter. Aber jetzt kriegt jeder sein eigenes Zuhause. Weil
Die werden jetzt die nächsten Tage einen schönen Schuss machen. Und wenn sie draußen sind, ja, dann nochmal, weiß man ja. Ja, und dann ist irgendwann dann urplötzlich Sommer und man erntet. Ist ja immer so, so lustig irgendwie, nicht? Man fängt an, man sieht aus, man denkt, ja, jetzt hast du noch ganz viele Wochen Zeit und urplötzlich, flupp, erntet man. Ist jedes Jahr das Gleiche. Aber ist ja irgendwie auch schön, ne? So, umgetopft. Jetzt warten wir noch so 2-3 Wochen und dann geht's ab in den Garten. Bis gleich. So ein richtiges Zucchini-Jahr scheint das nicht zu werden. Ich habe bestimmt 15 Stück ausgesät und 3 sind über. 2 normale, also diese dunkelgrün. Und hier mein Liebling, diese hellgrün. Tja, aber hoffen wir mal, dass sie auch was werden. Kommen jetzt hier ins Beet, haben Platz genug, in der Hoffnung, dass sie den auch ausnutzen. Tja, fangen wir mal an mit der hellgrün. Die ist sehr lecker übrigens. Die hat so ein helles Fleisch halt, hat nicht so einen großen Kernbereich. Und lässt sich unheimlich gut dünsten. Also bleibt schön knackig dabei. Sieht jetzt ein bisschen trocken aus. Die hat heute den ganzen Tag hier draußen im Wind gestanden. Und in der Sonne. Fand die, glaube ich, nicht ganz so gut. Naja, so. Wollen wir mal buddeln, was? Auf geht's. Zuerst entscheide ich, wo sie hinkommen. Damit sie alle ungefähr den gleichen Abstand haben und auch die gleiche Möglichkeit haben, groß zu werden. Sieht gut aus. Gleiches Prinzip wie überall. Händchen Hornspäne, 250.000 Liter Wasser, gefühlt jedenfalls. Und dann kann das losgehen. Und sie gucken sich gleich mal an, wenn sie blühen. Dauert eine Sekunde bei ihnen, bei mir dauert es jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen. Aber ich tippe mal, es geht voran. Bis gleich. Ich wollte meine erste Zucchini ernten. An der Pflanze vergammelt. Aber gibt auch was Positives zu erzählen. Hier ist die erste dran. Das ist diese grün-weiß gestreifte. Die nächste auch. Und hinten ist ja die, wo ich ja hoffe, dass da ein bisschen mehr rankommt. Diese hellgrüne, diese etwas festere. Aber trotzdem bin ich davon immer noch nicht überzeugt. Erstens ist der Platz, glaube ich, falsch gewählt. Und zweitens ist das nicht unbedingt ein Zucchini, ja? Wir warten es mal ab, was noch kommt. So, komm. Also die hier sieht schon echt gut aus. Aber die hat noch nichts dran. Und wenn, ich kann Ihnen die zeigen, hier ist sie gleich wieder abgebrochen. Das ist diese hellgrüne. Abgegammelt. Macht keinen Spaß. Naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne. Da. Also. Komm her hier. Enormes Blattwerk haben die Zucchinis dieses Jahr. Aber Früchte. Nicht wirklich. Und das hier, das sind ja diese hellgrünen, die ein bisschen fester sind, ist die einzige Pflanze, wo ich auch echt zufrieden mit bin. Die anderen hier ein Stückchen weiter zurück, die kümmern so vor sich hin. Da sind jetzt 2 dran gewesen und die nächsten, die jetzt kommen, sind mickrig vergammelt. Dabei kriegen sie Wasser und das immer von unten.
Sommer ist ja noch nicht vorbei, wir warten es einfach mal ab. Die gibt's jetzt vom Grill. Bis gleich. Also entweder ist die Kombination Zucchini mit Tomate nicht gut, oder es ist bei mir dieses Jahr einfach kein Zucchini-Jahr. Ich gehe mal eben eine holen. Größer sind sie nicht geworden und werden sie auch nicht. Und dann vergammeln sie. Die anderen Pflanzen sind noch viel schlimmer. Die vergammeln jetzt schon. Werde ich jetzt auch rausnehmen. Die einzige, die wirklich halbwegs gut ist als Pflanze, aber auch sehr wenig Zucchinis gemacht hat, ist hier diese hellgrüne. Eine einzige. Und die ist jetzt erntereif, eigentlich schon ein paar Tage, aber wir waren ein paar Tage nicht da. Da hat die sich gedacht, ich wachs schnell. Die kann sich sehen lassen. Ansonsten habe ich echt in diesem Jahr mit der hier 5 Zucchinis geerntet. Ist echt wenig, ne? Aber wir wollen nicht meckern. Wenigstens ein bisschen was. Naja, die nehmen wir jetzt raus. Bei der hier warten wir einfach noch ein bisschen, ob da noch was kommt. Und wenn nicht, ja, dann geht sie auch bald weg. Was haben wir gelernt? Vielleicht dann doch Zucchinis und Tomaten nicht unbedingt nebeneinander. Ich glaube, das ist die Lösung. Schauen wir mal. Wir sehen uns gleich, wenn wir noch mal gucken, ob bei der hier noch was gekommen ist, ne? So. Ja, jetzt reicht's hier. So. Ja, meine Lieben, mein Zucchini-Experiment ist hiermit gescheitert. Zumindest was die angeht. Eine einzige Zucchini hat sie dran gehabt. Die andere daneben, da habe ich ja letztens noch gemeckert. Da habe ich gesagt, die fliegt auch raus, weil da wächst nichts dran. Jetzt hat die noch eine gebildet. Aber so richtig der Knaller war es nicht. Ich sage mal so, es war der Standort. Nächstes Jahr gehen sie wieder in den Hauptgemüsegarten. Hier kommt nächstes Jahr sowieso was anderes hin. Also, was bleibt mir, außer sie wegzumachen? Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, das ja, kurze Video, was meine Zucchinis angeht, hat Ihnen gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo dalassen und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video wieder. Und dann schauen wir mal, was ich noch so in meinem Garten anstelle. Bis dahin, machen Sie es gut.